entfernt. Das werde ich mir auf jeden Fall mal merken, denke ich mal dann. Habe zwei Stationen entdeckt, die hin und her Richtung. Oh, Elmwind, ja, das kannst du uns natürlich auch gerne. Also wie gesagt, für alle eure Tipps, ihr könnt, kommt mal auf jeden Fall in unserem Teamspeak gerne vorbei, tjfmc.de. Und danach, Ja. nach dem Stream oder so, könnt ihr uns da gerne alles sagen und dann schreiben wir uns das gerne irgendwie mal alles auf. Und dann können wir diese ganzen Sachen uns mal angucken, natürlich. Na, wie gesagt, wir sind noch ganz am Anfang. Wir sind halt Frischlinge im Weltall. Und, ich habe gerade gesehen, du hast eine Dings hinterlassen. Ich habe verkauft gerade, ja, das stimmt. Finde ich gut. Auch wenn es nur 115 sind, aber ich nehme es gerne mit. Ich guck So, mal, ich habe ich guck mal, auch Strafen oder 410. sowas habe ich glücklicherweise nicht. Ich habe 100 Credits Strafen. 100 Credits Strafen. Ja. So, ich habe jetzt 97.000. Hol dir eine 18.000. Igel. Hol dir die Igel, wird gesagt. Ja, ich meine, ich habe ja die Igel hätte ich ja dann noch nebenbei. Ich könnte ja trotzdem weiter halt weiter farmen mit der Hauler. Ne? Ich muss mal gucken, wie viel Man kostet denn die Igel gerade? 44.000. 44? Oh, da muss ich noch sparen. Ich habe 18.000. Kann ich auch mit dem Sidewinder mit 6 Platz die Ware kurz Knight machen? sagt, Moment, okay, ich guck mir nochmal hier den, was es hier gerade gibt zum Beispiel. Na, hier ist es natürlich gerade ein bisschen schwierig, weil wahrscheinlich das ziemlich teuer hier ist, denke ich mal. So, weil es ja kein Technologie-Dings ist halt. Ich warte, bevor ich die Eagle hole, ja. So, hier gibt's halt die Eagle. Transporter kann ich mir eh nicht leisten für 17 Millionen, ASP auch nicht. Anaconda ist oder so nicht. Eine Alter, du Adder kannst wäre meine jetzt Welt halt halb hier. sieben, ey. Alter, mit dem Transporter, Alter. Ich Der glaube, da Eagle ist machst du ein es. bisschen Geld mit. Ja, dann bist du auf Heiden, ich weiß. Aber deswegen sage ich ja, ich hätte ja dann noch den Hauler. Lohnt sich das mit dem Hauler dann trotzdem die Rare Goods zu holen? Also da müsste ich halt noch ein bisschen was Frachtraum, vielleicht noch zwei oder so reinmachen. Dann hätte ich 12. Und wenn man so sagt, ich glaube so 10.000 pro Dings ist es so, wenn man glaube ich so 120 Lichtjahre weit wegfliegt, ne? Ich will auf jeden Fall so ein Schiff holen, wenn ich ein bisschen mehr an Dings machen Ja, kann. dann würde ich mir jetzt halt, dann würde ich mir jetzt halt doch erstmal dann die Eagle Rare halt holen. Goods da. Und Nee. sie ist schnell und mitmischen im oh, geht schon ganz gut. Ah, okay, gut. Ruft gerade an, ja, dann viel Spaß. Und Uli, warte mal, Moment, muss ich mir kurz angucken. Uli Giagu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ne? Hallo, auch natürlich an dich. Ja, es ging jetzt halt gerade darum, wir haben gerade diskutiert, ob ich mir jetzt die Edda als erstes holen soll. Die hätte ich natürlich jetzt nur standardmäßig halt und dachte ich als Upgrade halt für die für den Hauler, den ich schon habe. Ne, und ja, was anderes kann ich mir dann. Die Viper würde ich halt auch ganz gerne haben. Die ist natürlich auch dann. Ne, wenn ich so zwei, drei gute Premium-Aufträge hätte, ne? Ja, die Wahl weiß ich nicht. Sammel Kopfgelder mit der Eagle und hol dir dann die Cobra. Okay. Bitte Cobra, leider was nicht kostet denn die mehr. Cobra? Ich weiß es gar nicht. Kann ich hier nicht holen. 300, irgendwas 1000. Oh, hier gibt's ein. Oh, föderales Abwurfschiff gibt's hier zu kaufen für 19 Millionen. Alter, das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Das Ja. föderale Abflussfisch. Ja, erforderlich, aber da brauche ich den Rang Leutnant oder höher. Föderation sozusagen. Also in der Fraktion. Gut, also werde ich mir erstmal wohl doch den Igel holen. Moment. Werft. Na, soll ich mir die jetzt hier holen? Weil ich meine, ihr habt ja gesagt, die gibt's auch billiger, aber ich meine, wenn ich mir die jetzt hier hole, dann habe ich ja schon mal wenigstens für die nächsten Streams halt oder für die nächsten Sachen dann halt schon mal ein bisschen was, wo ich halt auch was wieder aufrüsten kann. Und das mit den Kopfgeldern muss ich mir tatsächlich nochmal irgendwie angucken, wo man das dann halt genau macht und so. Und Kane Rotane, hallo? Kane Wenn ihr zu schreibt dritt gerade. NPC-Piraten abschießt, würde ich mir für. Okay, meine Empfehlung ist Eagle. Okay, alles klar. Gut, es sagen echt, ihr seid die Experten, also, ne? Genau. Ja, aber ich brauche eh noch Geld. Also für mich ist eh erstmal handeln bis 44.700, 800. Muss eh erstmal drin sein. Und dann heißt es für mich, oh, ja. So, ich will natürlich mein altes einlagern. Na, das ist ja klar.
Ja, Das ist hoffentlich halt habe ich unter jetzt. Hauler. Hä? Naja, ich habe alle meine Der Schiffe, damit Hauler ich immer hin kostet und her. doch mehr, Was? oder? Der Hauler kostet mehr. Hauler kostet 52.000, den habe ich aber schon. Ja, aber da hat einer geschrieben, Tidewinder, Hauler, Eagle, Cobra, Vulture. Die Vulture, die haben wir noch nicht. Also ich werde Ja, die, mir die, die den gibt's Eagle in danach verschiedenen holen. Stationen, gibt's ja natürlich bei Werfen zu kaufen. So. Ich habe mir jetzt die Eagle geholt. Yeah. So, ich muss mal bei Werft, ne? Jetzt müsste ich ja eigentlich, genau, Storage Ships. Die kann ich ja immer wieder dann abrufen, ne? Glaube ich, soweit ich weiß, ne? Ja, Hoffe ich zumindest. das kannst du. Und Mineralextraktoren einkaufen. genau, aber wir wollten natürlich hier in die Ausstattung mal gehen. Und sieht schon mal fett aus auf jeden Fall. Hier ist jetzt halt die Frage, ich habe noch 53.000. Ich würde ganz gerne noch so ein paar tausend auf jeden Fall übrig haben, dass ich mir noch eine Notladung halt immer holen kann, damit ich eine volle Ladung hin und her fliegen kann. Das wären dann so circa, sag ich mal, bis ich mir 10.000 auf jeden Fall aufhebe. Ich hätte dann noch 40.000 noch hier zur Verfügung, liebe Leute. Soll ich mir hier irgendwie noch was holen oder Hol dir auf jeden Fall Ausrüstung, sprich bessere Ja, ich Waffen, muss. Ja, das war. Schilde. Ich muss mal gucken. Ja, nein. Schieß los. Alter, schaut der Igel geil aus. Mit einem Impulslaser, F1 oder wie? Und zwei Kanonen. Na, ich habe jetzt Immer mit hier. dem Kraftwerk. Und dann Verteiler, Schubdüsen und FSD. Ah, okay, alles klar. Dann also mit dem Kraftwerk anfangen. Gucken wir mal, ob es hier ein Kraftwerk gibt. Also muss ich bis 100.000 sparen und dann erst die Eagle kaufen, Also oder? ich kann mir das, könnte mir das. Lass 10k über, ja genau, das habe ich auch gesagt. Die würde ich auf jeden Fall überlassen. Ich würde hier Kraftwerk, was meint ihr? Das C2 oder soll ich das D2? Versicherung solltest du. Ach ja, stimmt. Versicherung, ja. Wie Versicherung. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel. Moment, das muss ich mal ganz kurz gucken. Ihr könnt mir sagen, ob C2 oder D2, ob ich das denn nehmen soll. Und Versicherung würde mich hier kosten. Das muss ich tatsächlich gerade mal gucken. Ich verklebe mich immer mit Escape. Mal noch eine Frage so nebenbei. Mit dem Sidewinder könnte ich auch Kopfgelder schon machen, Ja gut, oder? die ist hier 2200, das ist schon mal okay. Wenn ich sie aufrüste, wird es halt ein bisschen teurer. Oder lieber die Dings weiterfliegen. Die Route. Oder rare Knight, wie siehst du Genau, das? ja, die Rückruf, ja. Also ich würde mir jetzt halt meinetwegen, sag ich mal, 12, 13.000 halt überlassen, ne? So, ihr müsst mir jetzt nur sagen, im Kraftwerk fange ich halt an. Da müsstet ihr mir sagen, welches ich mir da holen soll. Das teurere oder das billigere? Ich weiß nicht, im Vergleich muss ich mal. Nee, nicht Werft. D ist schon recht gut. D ist schon recht Das gut. Kraftwerk an D. Also, hier, Uli Jagu würde mit D-Sachen anfangen. Okay. Meint er gerade zu schreiben im Twitch-Chat. D wird schon reichen. Okay, das wären nur 5.000. Das würde schon gehen. Gut, dann hole ich das. Ne? Baue das auch gleich ein. So, was hat er dann gedacht? Mit den Kraftwerk anfangen und dann Verteiler und Schubdüsen. Okay, aber ich brauche ja auch noch Waffen. Na, ich habe nur zwei Laser hier drin. Das ist nicht vielleicht sinnvoll, vielleicht noch eine Waffe noch dazu zu holen. Oder stärkere. Die bricht früher oder später alles zusammen. Ohne Energie, ja. Das ist richtig. Kraftwerk, ja, wie gesagt, Kraftwerk habe ich ja jetzt ja gemacht. Ich habe verfügbar 7,2 Megawatt. Das ist nicht viel, denke ich mal, aber so, dann Verteiler und Schubdüsen. Gucken wir mal kurz. Moment. Schubdüsen. Ah, ne, Moment, Verteiler. So, was gibt es denn hier? Was sollte ich denn hier holen bei Verteiler? Wahrscheinlich D oder sowas? Oder RB schon? Liebe Leute, das bringt hier, ich kann es ja mal gucken. Vom Strom her. Na, ja, der würde ein bisschen weniger verbrauchen. Würde aber trotzdem noch alles wahrscheinlich gehen.
Jetzt die Frage, D2 oder B1 oder A, na gut, A ist wahrscheinlich, ne, noch zu Die hoch. Waffen passen erstmal, meint Uli wieder. Ah, die Waffen passen erstmal recht gut. Okay, gut, dann ich verlasse mich auf eure Tipps, ne? Danke auf jeden Fall erstmal schon mal dafür. Du bist schnell, du musst ja erstmal nur mitmischen. Ja, klar. Oh, Statistikwert. Alles klar, Moment. Können wir ändern. So. Na, ich hoffe, das geht jetzt so. Ich habe jetzt mal kurz den Twitch-Chat ausgemacht. Das ist ja jetzt gerade mal nicht so wichtig. Das werde ich nochmal. Auch D, okay. Ich wäre jetzt mit Standardausrüstung und einfach verbesserten Waffen So, losgeflogen, ich habe jetzt noch 46.000, also ich habe noch ein bisschen was übrig. So, Verteiler und dann war das Schubdüsen und dann den Frameshift Drive, ne? So, Schubdüsen. Oh, auch D wahrscheinlich. D2 würde ich dann, ja, D2, oder? wenn ich jetzt mit meinem kleinen Piss-Sidewinder-Schiff das machen wollen würde. Was müsste ich da jetzt so? Also ich denke mal, dass jetzt habe ich halt an Masse weniger, beladen kann ich halt 9. Energie würde noch passen, ne? Weiter aufrüsten kannst später. Immer die reinpasst. Der Slot 2. Der Slot 2 kann also auch 2 rein. Okay, gut, der Musikpatron ist auch schon verlassen. ist nicht so schlimm. Ja. Schubdüsen hat er ja gesagt, das sollte eigentlich auch ins Preislimit noch reinpassen, ne? Wahrscheinlich kaufe ich jetzt das Scheiße. Die Zahl ist quasi Größe, Buchstabe, die Güte. Okay, alles klar. Lass das mit dem Sidewinder. Okay, dann fliege ich die Route weiter und So, jetzt habe ich noch würde ich 7, sagen. habe ich echt noch 47.000, ist das richtig? Ich bezahle noch nicht so wenig hier, oder? Passt aber auch in den Kopfgeldjagd, dass ihr in keinem Fall verbündet. Ja, okay. Ja, dann jagt uns, glaube ich, auch die Behörden, sozusagen, ne? Uni, das trifft so ungefähr mitten ins Blaue. So, jetzt gucken wir hier natürlich. Frameshift Drive ist wahrscheinlich wichtiger, ne? Jetzt könnt ihr mir noch sagen. Hier müsst ihr jetzt nochmal gucken, ne? Ich lasse das hier mal kurz einmal an. Hier würde der. Ich könnte hiermit. Oh. Der D3 ist natürlich schon ordentlich. Na, hier kann ich. Würde nur D3 wahrscheinlich ordentlich was bringen. Wären aber auch eben mal 18.000. Aber okay. Ja, seit wenn das ein fliegender Sarg, ja, ich habe das schon gemerkt. Na, Ja, am Anfang, wo ich das. gespielt habe, wurde ich tatsächlich auch einmal mit der Sidewinder rausgeholt und hab's nicht geschafft wegzukommen. Ich wurde bis jetzt zweimal rausgeholt, einmal kaputt, einmal entkommen. Nein, zweimal entkommen. Einmal mit 31% noch und einmal mit 90%. Und Commander True ME, glaube ich, heißt das, ne, soweit ich das gerade lesen konnte. Through Hallo? me. True Me. Command through me. Ja, True Me. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. So, Also, ich muss erstmal ein bisschen weiter fliegen, immer noch. soll ich, jetzt ist die Frage, soll ich mir den Frameshift-Upgrade hier noch holen für 18.000? Ja oder nein? Ich denke mal ja, oder? Den D3, das ist, macht jetzt für mich am meisten halt Sinn. Kann ich halt bis zu 11 Lichtjahre springen. Ja, damit ich vernünftig springen kann. Ich weiß, ich sehe es ja gerade, 11 Lichtjahre halt. Ne? Bei den anderen, hier bei dem C2, der ist ja eh nicht teuer, aber da kann ich halt. Da macht das halt wenig Unterschied, finde ich. Dann würde ich natürlich den D3. D3, nichts dagegen. Ja. Ich werde natürlich ein bisschen Kohle halt übrig haben. Wie gesagt, ich bin halt Anfänger. Oder wir sind halt Anfänger. Und schnell von System. Okay, D3, jupp, okay, alles klar. Ne, habe ich an den Werten ja auch gesehen. So, Also es kann. 34.000 habe ich noch. Jetzt hätte ich, ne, ich könnte noch Schildgeneratoren, wäre sinnvoll. Liebe Leute. Ne, Strom habe ich schon mal ein bisschen, also was wir jetzt halt gemacht haben, Kraftwerk, Schubdüsen und Frameshift-Antrieb und die Verteiler.
Haben wir halt geupgradet. D3 ist gut, jawohl, super.